Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir waren in der letzten Folge. Hier sind ein paar Lurker. Die mache ich jetzt mal platt. Okay, war jetzt ein bisschen überraschend. Aber ich will die jetzt platt machen. Die Erfahrungspunkte nehme ich definitiv mit. Ich wollte mich jetzt eigentlich aber in die Burg teleportieren. Wir waren ja nach Markus oder wie der hieß auf der Suche. Aber ich glaube, das bringt nichts, den zu suchen. Der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit tot. Und hier so runterspringen möchte ich jetzt auch nicht. Deswegen teleportieren wir uns mal jetzt wieder in die Burg. Zur Burg. So. Wieder auf die 1 und wieder einsteigen. So, wir sind jetzt aber wieder hier. Dann können wir mal mit Dings hier reden. Also hatte doch noch was gebracht Ist gehabt, das da wirklich noch wahr? mal reinzugehen. Da gab es noch welche, die leben. Das höre ich zum ersten Mal. So. Ich weiß gar nicht, warum Das er war sich doch so schon vorher aufregt. klar. Dann können wir vielleicht mit Gavel auch danach sprechen. Wie ist die Wie ist die Situation? Situation? Jetzt Ändert. Fehlen mir nur noch die Nachrichten über die letzte Schürfstelle. Und ich hoffe, es werden gute sein. Also ich muss den doch suchen. Wer erzählt denn sowas? Ich muss den doch suchen. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ich dachte, das würde reichen. Dass wir Markus finden. Dass wir. Nicht, das hast du nicht gewusst. Ich komme hier sonst nicht anders das raus, ne? Als ob ich nicht schon bin. Ich kann mich nur zum Tor teleportieren oder hier an den Orks vorbeirennen. In den sicheren Tod. Das war doch schon vorher klar. Kann ich hier? Ich speichere vielleicht nochmal vorsichtshalber. Ich mache jetzt nochmal noch einen weiteren. So, nur zur Sicherheit. Lieber paar Speicherstände mehr als zu wenig. Gerade deswegen. Alter, wo will er hin? Okay. An den Orks vorbei. Ich hoffe, die werden mich jetzt nicht direkt sehen. Doch. Ich hoffe, die werden mich aber nicht töten. Ja, ich muss so schnell wie möglich von denen weg. Okay. Doch noch geschafft, doch noch überstanden. Markus wollte aber von hier irgendwie durch, ja? Und den muss ich jetzt finden. Und gegen die Orks bin ich immer noch nicht stark genug. Wie viel fehlt mir jetzt noch an Erfahrung? Unter 200. Also 135 Punkte. Ein Lurker und noch irgendwas Kleines, dann haben wir die Punkte. Dann können wir Schloss knacken lernen. Diesen Weg wollte ja Markus nehmen. Aber ich freue mich, wenn wir stark genug sind, alle Orks hier zu besiegen. Das sind nämlich sehr viele Erfahrungspunkte. Gerade. Oh, Heilkraut. Nur, wo finde ich ihn? Butlerfleisch nehmen wir mit. So, wir noch mal auf die Map gucken. Genau, das war der Weg.
Da ist ja das eine Tor, Westtor. Hier haben wir noch eine Axt. Und wo auch immer die gespawnt ist. Aber wo müssen wir ihn suchen? Oder wo finden wir ihn? Also einen Karren haben wir ja gefunden, dass, also so eine Karawane, das kaputt ist. Ja, hier gibt es wieder Snapper. Hier wahrscheinlich. Oh. Nein. Wir hatten hier das letzte Mal gespeichert gehabt. Und jetzt muss es auch noch anfangen zu regnen. Okay, egal, wir rennen dann nochmal durch. Ja, egal. Oh, der sieht aber ein bisschen schwerer aus. Alter, der hat mich jetzt erwischt. Alter, jetzt macht mal Ruhe, jetzt macht mal halblang. Aber warum muss es jetzt ausgerechnet anfangen zu regnen? Wir sind echt gegen den einen Untoten da. Haben wir verkackt. So. Nehmen wir die beiden mal. Ich hatte aber nicht bei Regen gespeichert gehabt. Egal, wir gehen da jetzt nochmal hin und suchen den. So, das war ja hier direkt rechts. Ein schöner Snapper, den wir jetzt erledigt hatten. Die 120 Punkte. Hätte nicht mehr viel gereicht, dann hätten wir wieder Punkte bekommen, Lernpunkte bekommen. Da, warte mal. Vielleicht hat er sich auch hier jetzt verschanzt gehabt. Hier hatte sich ja Diego verschanzt. Vielleicht hat er sich jetzt hier im Nachhinein verschanzt gemacht. Hier ist auf jeden Fall magisches Erz. Ich will jetzt aber auch nicht googeln, wo ich ihn finden muss. Ich will alles versuchen, irgendwie selbst rauszufinden. Die Axt nehmen wir mit. Da sieht es auch aus, als könnte man auch noch nach da oben. Den Snapper will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Das sind 120 Erfahrungspunkte, ja. Die ich haben will, die ich brauche.
Da ist er. Warum auch immer die Magie gerade ausgerüstet war. So, komm. Der lebt ja immer noch. So, hier speichere ich jetzt noch einmal auf die 5. Ah, hier haben wir wieder Pilze, nice. Lagerfeuer, aber das ist ja von den Untoten da eben. Da haben wir wieder so einen Schattenläufer. Da haben wir zwei Keiler. Oder ein Keiler. Ja, komm. Ja, nice. Das speichern auch wieder auf die 5. Aber dann müssen wir wirklich definitiv zusehen, dass wir hier auf die Berge noch ein bisschen weiter gehen. Und eine Waldbeere. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht der Weg. Doch, das ist der Weg. Hier muss der irgendwo gewesen sein. Sieh mal zu, ob ich vielleicht den Untoten hier besiegen kann. Wir haben ja gerade gespeichert. So. Nein! Okay. Laden. Wir waren auf der 5. Den Untoten will ich jetzt fertig haben. So, den hatten wir ja gelootet. Ich sehe zu, dass ich vielleicht noch mal irgendwas futter, was die Heilwurzel und Heilkraut und irgendwas, was noch ein bisschen Gesundheit gibt. So, speichere ich noch einmal auf die 5 und dann erledigen wir den Untoten da. Und machen den Zauber einmal weg. Wo ist der? Da. Nehmen wir mal raus. Da hinten war der. Da ist er. Okay, der ist der. Autsch. Das ist. Genau, hier. Genau, nochmal hier. Sind wir eigentlich so schlecht im Schwertkampf? Autsch. Alter, nee. Okay, das kriegen wir nicht hin. Dann rennen wir einfach mal an den vorbei. Ah. Verschissene Zauber. Weg damit. Ich will dann mal an den vorbeirennen, in der Hoffnung, dass wir. Hat super geklappt. Hm, vielleicht anlocken und dann an den vorbeirennen? Anlocken und an den vorbei, das könnte auch klappen, in der Hoffnung. So, kommt her.
Ja, die sind hinter mir. Die sind aber auch schneller, wie ich gerade sehe. Wieso? Da sind nochmal zwei, was? Nein! Wie viele Untote sind hier? Ich weiß jetzt nicht, wie sicher es ist, hier zu sein, wo ich jetzt rumlaufe. Keine Ahnung, kein Schimmer. Beschissenen Weg habe ich hier ausgesucht. Ich hoffe, ich kann an den vorbeirennen. Nee. War alles andere als schlau, was ich hier gemacht habe. Okay, suchen wir uns den Markus. Irgendwo anders. Ich muss aber das hier einmal komplett hier wegmachen und speichere ich so lieber. Mit dem Zauber, also dass der Zauber nicht da ist. Dass ich dann hier immer automatisch auf Wert gehe. Aber wo muss ich ihn suchen? Wo muss ich ihn finden? Wo kann der sein, der Marco oder Markus? Der ist hier über den gefrorenen Fluss hier rüber spaziert. Hier haben wir noch eine Truhe. Hatten wir die schon geplündert? Nö. Die hatten wir tatsächlich nicht geplündert gehabt. Ja, Blutfliegen! Komm. Noch ein Lurker. Ich will jetzt nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen. Haben jetzt beide mich im Visier? Oh, Alter. Erschreckt er mich jetzt. Schrecke ich mich erstmal, dass der jetzt auch noch angreift. So. Was gibt's denn hier? Bestimmt noch mehr Lurker. Und Blutfliegen. Und da liegt sogar was. Steintafel, ne? Steintafel und Goblinbären. Sonst ist hier nichts, ne? Was für eine Steintafel war denn das jetzt? Nicht die, die unten ist. Okay, dann wahrscheinlich eine von denen. Das kann ich nicht lesen. Wahrscheinlich hier? Das kann ich nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. 100 Gold, nice. Sind wir wieder bei 2000. 2000 bei 1000. So, wie viel Schaden gibt das? 75 und braucht 75. Wir haben sonst nichts, was so viel Schaden gibt. Okay, wo könnten wir den Dude jetzt pinden? Thank you.
Die anderen beiden hatten wir ja schon erledigt. Dunkelpilze. Meine ich zumindest. Die waren ja auch schließlich nah aneinander. Also müsste ich vielleicht bei denen auch nochmal vorbeischauen. Ich weiß jetzt nicht, was fehlt. Weil es zu lange her ist. Wieder ein Lager? Ist das Cavalons alte Hütte? Kommen wir da irgendwie runter? Ohne drauf zu gehen? Da. Stimmt, jetzt sind wir wieder hier. Und da oben waren ja die anderen beiden, aber hier unten? Vielleicht ist er hier? Der Marco? Und sonst habe ich keine Ahnung, wo ich den suchen muss. Für Goblins? Da haben wir jemanden. Markus! Hey, im Namen Inos! Ich bin Markos, Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Bleib ruhig. Wir arbeiten für den gleichen Boss, Lord Hagen. Seit wann heuert Lord Hagen Söldner an? Sprich, was willst du hier? Ich komme von Garond. Ich komme von Garond. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sag Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Ork-Angriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Geh zu Garond und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Ich harre aus. Und ich hoffe, Garond schickt mir bald die Unterstützung. Okay, nice. So, das haben wir aber auch nie geschafft aufzumachen, die Tür. Jetzt will ich wissen, was dahinter ist. Im ersten Teil meine ich. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Spruchrolle nehmen wir mit. Trank nehmen wir mit. Okay, wir haben geschafft, ihn hier zu finden. Edles Bastardschwert. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber okay, wir haben ihn gefunden. Das heißt, jetzt können wir den einen Zauber benutzen und Garon Bescheid sagen. So. Und so. Okay, ich muss erstmal was futtern, was Magie gibt. So, Mana, Mana. Was? Was habe ich getan? Ah, es liegt noch da, okay. So, und wieder weg damit. Ich hatte jetzt kurz gedacht, ich hätte es weggeschmissen. Es gibt doch nur noch mehr. Dann haben wir jetzt die Info der letzten Schürfstelle. Erzähl dir doch nichts Neues. Und Garon wird sicher nicht erfreut sein. Aber wir können dann Fernando auch Bescheid sagen, hoffentlich Bescheid sagen, wie es um das Erz steht. Und dann können wir ihn verpfeifen. Ich habe Markus getroffen. Ich habe Markus getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? 4 Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was?
Nur 4 Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Na schön. Ich werde ihm 2 Leute schicken. Verdammt. Was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee. Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Was mit dem Schreiben für Lord Hagen? Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz. Und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Das Böse ist hier. Okay. Und wie sieht's mit meiner Bezahlung aus? Ja, richtig. Du bekommst noch Gold von mir. Hier ist deine Belohnung. 500 Gold? Was hast du jetzt vor? Ich habe alles versucht. Meine Hoffnung ruht jetzt auf dir. Und darauf, dass Lord Hagen mir Unterstützung schickt. Wir werden weiterhin ausharren und zu Inos beten, auf dass er uns in diesen dunklen Stunden nicht mutlos werden lässt. Okay. Gut, haben wir geschafft tatsächlich dann. Sieht echt nicht gut aus, was das Erz angeht. Und auch hier, ich weiß, was die Männer nicht mehr, was ich glauben soll. Jetzt muss ich aber noch einmal hier... Was gibt nochmal Mana? Da Mana. Lassen wir nochmal eine Feuernessel. Aktivieren den. Nein. Kluges Kerlchen. Ich wollte das hier. Ich wollte nicht das Schwert. Nein. Auch nur das Falsche. Das hier wollte ich aktivieren. So. Hier, Mana-Bonus. Was war das? Was habe ich jetzt genau aktiviert? Zum Pass, genau. Und los. So, wieder deaktivieren. Gut, haben wir jetzt wieder Wert. Und gehen raus. Auf zu... Wieso wurde es gerade so rot hier? Ach, es wird auch Nacht, es wird dunkel. Ciao, Diego. So. Sind wir wieder in Kapitel 3, das Auge Innos. Okay, und jetzt flackert's. Okay, Kapitel 2 war das noch alles, wo wir waren. Kapitel 3 jetzt, das Auge Innos. Wir haben aber noch einige Quests offen, die wir noch erledigt haben wollen. Ich hoffe, es ist jetzt... Okay, ist noch nicht alles gescheitert. Snapperjagd? Billgott hat mir von einem Rudelführer das Snapperbrief. Er hält sich im Aufgang zum alten Wachen. Ah, das haben wir auch noch nicht erfüllt. Egal. Wir haben aber immer noch sein Dings hier. Können wir ihm alles noch abgeben. Und dann können wir an Dings hier, also wenn wir Fernando berichten, wie es unter Mintal aussieht, können wir ihn dann direkt verpfeifen, dann haben wir nochmal Erfahrungspunkte. Aber jetzt als allererstes Schloss knacken lernen. Wie viel brauchen wir für die nächste? 68.000 brauchen wir fürs nächste insgesamt. Okay. Die nächste Stufe. Interessant, wie die Musik gerade wird. Was? Du bist uns in die Falle gegangen und jetzt werden wir dich vernichten. Was? Ähm.
Wo hatte ich das letzte Mal gespeichert? Nein. Ah, ich weiß zumindest, wo ich suchen muss. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.